Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 3. Mai 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Das bedeutet für die Stiergeborenen, die Wahrheit suchen, etwas in Oberfläche bringen oder etwas klar und deutlich erkennen, diese Bedürfnis nach Wahrheit, aber auch die Bedürfnis wahrgenommen werden. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das bedeutet für die Skorpiongeborenen die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, auch nach materieller Sicherheit oder etwas in Form zu bringen, etwas umsetzen in Tat. Bedeutet auch eine feste Boden unter den Füßen und auch Naturverbundenheit, auch die Gedanken gerade über gesundes Ernährung. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Mond bekommt immer noch einen Einfluss von Schlangenträger. Diesem Sternbild Schlangenträger befindet sich auch in Ekliptik, aber gehört nicht zu dem Tierkreiszeichen. Wenn wir das zu dem Tierkreiszeichen zählen würden, dann heißt es, dass dieser Schlangenträger wäre die 13. Tierkreiszeichen. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt. Und dieser Asklepios hat ein Kind gerettet. Dieses Kind ist in einen Honigtopf gefallen. Dann kamen zwei Schlangen. Der eine trägte der Heilkräuter in sich, der andere der Gift. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Wie heilt dieses Kind? Versucht mit dem Gift oder heilt richtig mit Heilkräuter? Zum Glück hat Asklepios die richtige Entscheidung treffen und so hat das Kind gerettet. Nicht umsonst ist er der himmlische Arzt. Diese Geschichte hat aber für uns eine symbolische Bedeutung. Wenn wir alles glauben im Leben, auch die Lügen glauben, dann sind wir ein Kind. Und eine Lüge kommt immer honigsüß, also fallen wir in diesem Honigtopf, fühlen wir uns dann verletzt und brauchen wir Heilung. Also wir sollen achtsam sein. Das kann natürlich auch eine Lebenslüge sein, dass wir gerade im falschen Weg sind, falsche Entscheidungen treffen, also sollen wir achtsam sein. Mond bewegt sich relativ schnell im Vergleich zu Planeten und erreicht einen Bereich, was in Richtung Zentrum unserer Galaxie zeigt. Die Schütze zeigt die galaktische Zentrum. Milchstraße, unserem Planet Erde und die Sonnensystem, wo unserem Planet Erde sich bewegt, das heißt unserem Sonnensystem, befindet sich in einer Galaxie, der Milchstraße. Und das hat ein Zentrum und genau in diese Richtung zeigt die Schütze. Und hier in diesem Bereich bewegt sich der Mond. Und drumherum ist Nebel. Und dieser Nebel heißt Aculeus und Acumen. Also etwas ist undurchschaubar wie benebelt. Trotzdem sollen wir Ziele setzen und es nicht aus den Augen verlieren. Heute bekommen wir bestimmte Ergebnisse. Es sind einige Ereignisse, aber es ist etwas noch undurchschaubar, unsichtbar. Und wir wünschen auch etwas in Oberfläche zu bringen, aber es sind viele Geheimnisse, vieles ist versteckt. Dadurch entsteht auch eine gewisse innere Unruhe, innere Unsicherheit. Der Grund ist die Verbindung zwischen Sonne und Mond.
Sonne befindet sich im Stier. Natürlich ist das Erdeelement eher passiv, braucht Struktur, Sicherheit, Stabilität, eher langsam in Bewegung. Und Mond im Schütze, natürlich ist die Begeisterung beweglich, sucht Wege mit verschiedenen Möglichkeiten und sehr aktiv. Und bei der Form von Energie, die eine ist die passivere, die bewahrende, andere ist die abenteuerlustige und die bewegliche. Es ist nicht leicht, die inneren Harmonie zu finden, wenn die beiden Lichter, Sonne und Mond, so die Einfluss haben. Nicht nur das sorgt für dieses Ungleichgewicht, sondern und auch Unsichtbarkeit, sondern auch Merkur. Merkur ist in einer Halbphase, beginnt diese Halbphase, und das bezeichnet die Astronomie als Dichotomie. Wir sehen aus der Erde ausgesehen nur die Hälfte von Merkur, und das bedeutet so ähnlich wie ein Halbmond, nur halb sichtbar. Und bei Merkur geht es um Gespräche, das heißt, wir sehen nur die oder hören wir nur die Hälfte. Die Hälfte ist unsichtbar, das sind die Geheimnisse. Abgesehen davon, dass Merkur gerade im Schattenseite steht, kommt nichts alles in die Öffentlichkeit. Viele Handlungen, Gespräche passieren hinter verschlossenen Türen und wir erfahren nur die Hälfte oder sind alles nur Halbwahrheiten. Also sehr viel Geheimnisse, was die Handlungen und Gesprächen betrifft. Aber wir haben die Bedürfnis nach Wahrheit und nach Klarheit. Ich empfehle heute die Halbedelstein Helidor. Das hat jetzt eine gelbliche Farbe, gibt auch Helidor, was Richtung grünlichen Farbbereich handelt. Übersetzt heißt diese Halbedelstein Helidor ein Geschenk von Sonne. Natürlich ist die Sonne und hier vertritt sich die Sonnenenergie, die Sonnenkraft ist die Klarheit, die Wahrheit, das Licht, die Erkenntnisse. Diese Halbedelstein Helidor hilft uns bei der Ausstrahlung und es wurde erzählt, es verjüngert auch unsere Ausstrahlung. Also hat eine verjüngerende Wirkung und sorgt für inneren Gleichgewicht und auch Wahrheit und Klarheit. Wir können diese Halbedelstein Helidor entladen mit fließendem Wasser und aufladen mit Sonnenkraft. Hat auch einen Bezug zum Sonnenenergie, immerhin ist das ein Geschenk der Sonne. Und wir können auch Mondenergie auch aufladen, wenn wir Nacht rausstellen, diese Halbedelstein. Und so können wir mit Mondenergie aufladen und immer die Themen, wo sich gerade die Mond bewegt und jetzt gerade die Schütze Erkenntnisse gewinnen und auch die Richtung, die galaktische Zentrum, unsere Ziele zu erreichen. Und rundherum im galaktischen Zentrum ist dieser Nebel, auch wenn das alles unklar, undeutlich erscheint. Dieser Halbedelstein soll uns helfen, die Augen zum Öffnen, klar und deutlich erkennen, wo ist unser Weg, welcher Weg sollen wir gehen. Und wie wird es auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen vertreten die Wahrheit. Sie haben die Bedürfnis, die Wahrheit zu erfahren. So fühlen sie sich sicher und sie fragen auch nach. Aber heute ist schwierig, vernünftige Gespräche zu führen. Alles ist nur die Hälfte hörbar oder nur die halbe Wahrheit. Merkur ist nur halb sichtbar wie ein Halbmond. Das ist halb Merkur gerade. Und steht auch in Tierkreiszeichen wieder im Schattenseite zurzeit. Also das heißt, steigt vor die Sonnenaufgang im Osthorizont auf. Das sind die verborgenen Dinge gerade. Natürlich kann das auch Geheimnisse bedeuten, dass wir gerade in die Tiefe schauen und erfahren zurzeit viele Geheimnisse, was verborgen sein sollte und wir graben da und suchen die Wahrheit. Und das suchen auch die Stiergeborenen. Eine gewisse Unsicherheit ist
spürbar. Aber in die Liebepartnerschaft kommt auch Leichtigkeit. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen ist wichtige Thema, die Liebe, Partnerschaft, aber verspüren auch eine gewisse Unsicherheit zurzeit. Sie sollen im inneren Gleichgewicht bleiben. Mond liegt gegenüber, also brauchen die inneren Gleichgewicht. Und so wie die Mond im Zentrum unserer Galaxie zeigt, eine gewisse Richtung gegenüber in diesem Bereich Zwillinge, liegt aber auch die Nordpol, dient auch zum Orientierung. Die Nordpol befindet sich zwar nicht in der Kreiszeichen Zwillinge, sondern im kleinen Bär oder kleinen Wagen, aber wenn wir suchen im Himmel, dann in die Richtung sollen wir suchen, wo die Zwillinge befinden. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, die Bewegung, die Veränderungen, das heißt kleinere Veränderungen, viele Gespräche, Einladungen, entweder in Nachbarschaft oder in Verwandtschaft. Viele Krebsgeborenen lernen etwas Neues oder besuchen ein Seminar, bekommen Informationen und zu versuchen, das alles einsortieren, ordnen. Und es ist schwierig, gerade vernünftige Gespräche zu führen und da die Klarheit zu bekommen, also eher schweigen und die Gespräche vermeiden. Aber was die vertraute Umgebung betrifft, da kommen die Ereignisse, da ist einiges in Bewegung. Auch eine kleine Reise ist möglich. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, auch sehr viel Ruhe und sie sind gerade im Rückzug oder tut das gerade gut für die Löwengeborenen, eine gewisse innere Ruhe und Zuhause finden diese Ruhe. Bei vielen Löwengeborenen ist das Veränderungen in Wohnsituation, entweder mal richtig aufräumen oder etwas verändern in Einrichtung, eine oder anderen Löwen bedeutet sogar ein Umzug. In die Liebepartnerschaft haben sie Glück und was die Gespräche betrifft, ist ein schöner Einfluss, aber wir sollen darauf achten, dass Merkur gerade im Schattenseite ist und nur halb sichtbar. Also das beeinflusst natürlich uns alle, was die Kontakte, die Gespräche, die Handlungen, die Informationen betrifft. Natürlich kann das auch in politischer Ebene passieren. Und karmische Themen, Aufgaben haben zurzeit die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren verspüren die schöpferische Energie, die Tatendrang und sie möchten etwas bewältigen, etwas sichtbar machen, etwas in Form zu bringen. Es sind Einschränkungen da und es sind die Emotionen oder die Unsicherheiten, weil eben diese Unklarheiten herrschen. Aber Geduld, in den kommenden Tagen kommt die Bestätigung und das ist auch der gute Zeitpunkt, etwas Neues zu starten. Die Tierkreiszeichen Wagen geboren ist ein wichtiges Thema, die Beruf, aber nicht nur das, dass sie im Arbeitsplatz die Sicherheit, Stabilität suchen, sondern viele Wagengeborenen suchen die wahre Berufung, sie orientieren sich neu. Wichtig ist nicht nur passiv verhalten und warten für die Ergebnisse oder Ereignisse, sondern auch selbst die Zügel in Hand zu nehmen, etwas in Bewegung setzen, Gespräche führen, weil so kommen die Chancen und die Möglichkeiten und das sind eben da. Nur selber aktiv zu sein und die Gespräche suchen. In die Liebepartnerschaft haben die Wagengeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, wie ich schon sagte, brauchen Sicherheit, Stabilität, etwas in Form zu bringen und natürlich einen festen Boden unter den Füßen. Und das ist nicht nur beruflich, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft. Und sie sind gerade dabei, das Ordnung zu bringen, die inneren Unsicherheit sollen sie überwinden, dann kommt das alles in Form. Die Begeisterung ist da, die Ideen sind da. Die innere Unsicherheit überwinden und dann in die kommenden Tagen ist schon sichtbar, greifbar, das kommt alles in Form.
Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen bewegt sich einiges. Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft, weil das spiegelt die Schicksal. Und auch wenn da Unklarheiten herrschen, das nicht aufgeben, sondern an diesem Liebe glauben, aber nicht nur warten, bis die Bestätigung von anderen kommt, weil die sind gerade im Rückzug, sondern auf anderen zuzugehen. Ein Signal setzen, Gespräche führen, Gefühle zeigen und dann kommt die Bestätigung und so kommt das im Gleichgewicht, in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist was ganz, ganz Spezielles gerade, weil vieles ändert sich schicksalhaft in ihrem Leben zurzeit, in allen Lebensbereichen. Und sie suchen die Wege, welche Richtung sollen sie orientieren, welche Veränderungen sind zum Erwarten. Natürlich sind da Unsicherheiten da, aber auch Wünsche, Sehnsüchte. Und das können sie gerade verwirklichen. Es ist nicht einfach, weil es sind auch viele Lernaufgaben dabei, aber nicht aufgeben, sondern konzentriert bleiben, Ziele setzen, aufschreiben, nicht ablenken lassen, sondern das abarbeiten. Und das können die Steinbockgeborenen sehr, sehr gut. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist ein beruflicher Aufstieg, Chancen, Möglichkeiten, aber nicht nur das, in die Liebepartnerschaft haben auch Glück und bewegt sich alles in richtige Richtung. Die Wassermann geboren haben zurzeit Glück und auch karmischen Themen, weil hier kommen alten karmischen Erinnerungen, karmischen Begegnungen sind auch möglich. Bei den Tierkreiszeichen Fischen geboren ist eine gewisse Spannung da oder Hindernisse gerade. Ein bisschen Geduld. In den kommenden Tagen kommt die Bestätigung und sie erkennen auch etwas, beruhigt sich auch alles. Also heute ist vielleicht nicht gut zum Handeln oder etwas Neues beginnen, aber in den kommenden Tagen kommen die richtigen Momente dafür. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborene haben das Gefühl, dass sie in die Schattenseite stehen. Sie sind nicht richtig wahrgenommen. Es ist sehr schwierig, die Kontakte, die Gespräche so zu führen, dass von beiden Seiten die Klarheit und auch die Zufriedenheit da ist. Und gerade bei diesem Merkur-Energie, wo nur halb sichtbar ist, Merkur, ist auch schwierig, alles klären, nur die Hälfte nimmt man wahr oder der andere hört gar nicht richtig zu. Kann auch bedeuten bei den Wiedergeborenen, dass sie gerade andere Art von Erfahrungen machen. Und das ist die Geheimwissenschaft, dass sie jetzt gar nicht nach außen suchen, sondern nach innen oder nach die Tiefe schauen, die tiefe, geheimnisvolle Dinge zu erforschen und es könnte auch eine Forschungsarbeit sein. Das spüre ich auch bei mir. Ich bin auch in Tierkreiszeichen wiedergeboren und mein Merkur ist auch im Widder. Und da habe ich diesen Einfluss, wo ich gerade mehr in die Richtung Tiefenpsychologie mich interessiere, Bücher bestellt habe. Und da beginnt jetzt gerade diese Forschungsarbeit und ich erwarte diese Bücher jetzt mit Ungeduld und auch mit voller Begeisterung. Natürlich kann dieser Merkur-Einfluss gerade in solche Richtung gehen. Und das war mein Tageshoroskop. Was ich noch erwähnen möchte, das sind die Blitzberatungen. Und was ist es, wie funktioniert das? Das sind E-Mail-Beratungen und geht ziemlich schnell, ich könnte sagen blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, Sie können Ihre Lebenssituation ausführlich beschreiben und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.